Hi Leute, willkommen wieder zu einem neuen Video. Ich bin Pete und heute stelle ich euch das neue ultraleichte Feldbett von Surao vor. Es lässt euch nie wieder auf dem kalten, nassen Boden schlafen. Das Bett befindet sich in einer Tasche, die etwas größer ist als üblich. So passt es immer wieder rein, egal wie ihr das da reinstopft. Das Feldbett besteht aus einem Aluminiumgestänge, aus den jeweiligen Füßen und aus dem Laken. Das hier ist 100% Nylongewebe, das heißt, es hält 136 Kilogramm Traglast aus. So, und auch fürs Campen kann man das Bett mitnehmen. Wie gesagt, es ist ein ganz schneller Aufbau. Zack, zack. Ist ein Gummiband dran, es fügt sich von allein zusammen. Vor allen Dingen, wenn es dunkel wird und man nicht so viel Zeit hat, diese ganzen Kleinigkeiten in der Dunkelheit zusammenzusuchen, dann ist das hier ein mega Vorteil, weil alles halt verbunden ist. Nachhelfen. So. So, jetzt kommen die Beine dran. Einfach einklemmen, sich hinstellen und mit ein bisschen Druck nach unten einhaken. Und schon ist das ganze Bett innerhalb von 2 Minuten aufgebaut. Das Feldbett ist 190 cm lang. Es ist 65 cm in der Schulterbreite und 15 cm vom Fußboden entfernt. Und dabei ist es egal, ob ihr auf dem Beton seid oder auf dem Waldfußboden. Der Stoff besteht aus Nylon mit Ripstop-Gewebe. Das heißt, wenn es irgendwo aufreißt, dann geht der Riss nicht weiter, sondern ihr könnt weiter ganz gemütlich hier drauf liegen. Es hat eine Traglast von 136 Kilogramm. Das Gewicht wird hier auf die 5 Füße verteilt und ihr habt einen sehr komfortablen Schlaf damit. Das ganze Feldbett wiegt 2,3 Kilogramm. Und diese Hülle könnt ihr verwenden als Kopfkissen. Packt dort einfach eure Jacke rein und schon habt ihr ein improvisiertes Kopfkissen. Das Gute bei den Surao-Betten ist, dass sie fast dasselbe Maß haben wie die von Helinox. Und somit sind sie kompatibel mit den Code Varma von Helinox. Zack. Und schon hat man es etwas wärmer im Winter. Und jetzt kommen wir mal zu meinem Spezialtrick. Also, so auf dem Bett zu liegen, ist ja schon richtig bequem. Aber es geht noch bequemer. Zum Beispiel schlafen wie zu Hause. Und da gibt es einen ganz einfachen Trick. Wir packen jetzt zwischen den beiden ganz einfach eine Luftmatratze, wo ein bisschen weniger Luft drin ist, damit es noch bequemer auf dem Bett ist. So, und jetzt das Ganze einfach wieder drüber. So, jetzt könnte man die noch spannen. Und jetzt habt ihr ein Bett mit Matratze. Und das Gute, es verrutscht ja nicht, weil es ja durch die Klammern gehalten wird und allein schon durch den Schnitt. Das ist mein kleiner Spezialtrick für euch, damit ihr in der Nacht richtig gut schlafen könnt wie zu Hause. So, ihr habt ja unter dem Bett eine Menge Luft und hier könnt ihr zum Beispiel am Fußende noch irgendwas drunter packen, also es als zusätzlichen Stauraum verwenden oder auch am Kopfende. Hier passt es gut rein. Auch in kleineren Zelten ist es möglich, ein Bett aufzubauen. Wenn der Eingang zu klein ist, könnt ihr das immerhin noch im Zelt drinnen aufbauen. Wie gesagt, das ist alles möglich. Also in dem Sinne, haut rein und wir sehen uns im nächsten Video. Ich würde sagen, gute Nacht.